Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu Bucket Detective. Ich dachte mir einfach, ich gucke mir das Spiel mal an, es soll ja ziemlich krank sein. Ziemlich komisch und es soll ziemlich cool sein. Also eigentlich alles in einem, aber irgendwie auch jedes für sich. Und man sieht schon hier im Hintergrund im Titelmenü, normalerweise blende ich das so gut wie nie ein, weil wer will schon das fucking Titelmenü sehen? Aber hey, guckt mal diese Post-its an, ja? Book should be. Main Character oder Possible Ending. Main Character is feeling sad. Das ist schon wieder, das ist schon krank. Ja, das ist schon irgendwie ziemlich, ziemlich sick. Aber ich würde sagen, wir starten einfach rein. Ich glaube, das Ganze dauert so 45 bis 50 Minuten. Ich kloppe das natürlich in einem Part durch. Viel Spaß! Weißwurst, Ameisen, Scheiß, Dreck zum Bewegen. You, a 41-year-old man, David Davids. You are writing book called Bucket Detective. Book is not good. Truthfully, you not care about write book. You not even like read books, because reading gives headache from make think too hard. You are married to wife who is abusive. Oh. By abusive, you mean she not do perverted sex whenever demanded. When you get perverted sex, you approach girls in the street, but they not give it, and instead call you creep and pig. This is why you is writing Bucket Detective. Oh God. Famous book make it impossible for girls to resist sex. Geiler Grund, echt. At dinner with friend of yours who have recent success in business, you say, writing book is hard. Is there not easy way to write great book? This friend of yours smile with mischief and says, yes, yes there is. He hand you card with address and say, go here and do what ask of you. In exchange, you will get what is desire. And if you not like, you leave any time. You not think more than 1 second to decide this is plain. Because it's much simpler than create good words on empty page. This is so, geiles Englisch. Cold and rainy morning, you arrive at address and enter front door. Enter front door, das ist der, lass mal einfach mal weg, das juckt ihn einfach mal nicht. Oh Mann, ey. Okay, no visitors. Leute, arrive at 4 Brave Amber Boulevard am 13. September. Wieso streichst du das jetzt durch? Okay, um euch das ganz kurz zusammenzufassen. Der Typ will ein Buch schreiben. Aber Buch schreiben ist hart. Und der Grund, wieso er Bücher schreibt, ist nicht, weil er Bücher mag, weil er liest nicht mal Bücher, sondern einfach nur, er will einfach nur Frauen flachlegen. Aus dem Grund, weil seine Frau mit ihm keine perversen Sexspiele haben will und er der Meinung ist, wenn er ein Buch schreibt, ja, können andere Frauen dem Sex nicht widerstehen. Und er gammelt andere Frauen auf der Straße an und die sagen oder finden ihn halt angsteinflößend und sagen Schwein und so weiter, sowas. Was? Okay, use right click to show hide card. Ja, 359. Okay, gut. Das ist von dem Machen von The Static Speaks My Name, was ja eigentlich ein Spiel war, das hat Seth, glaube ich, gespielt, was eigentlich ziemlich depressiv war auch. Aber ich spiele das hier. Natürlich, wenn ernsthafte Sachen kommen, nehmen wir es mit dem nötigen Ernst. Aber ihr kennt mich, ich lache dann auch einfach und der Typ sieht nicht sehr glücklich aus. Na gut, dann gucken wir einfach mal, was uns hier erwartet. Das ist Mystery, Horror, irgendwas. Meine Fresse, was sind denn das für Bilder, ey? Der erste Lacher hier gleich. Welcome. Play. Hi, my name is Gwen Sleeveless. Hi. I'm a 23-year-old white male, and I'm the building's maintenance man, cook, and I also clean the toilets. Okay. I thought it would be nice if once the Dark Lord is reborn to bring in 10,000 years of terror, if people could visit the place where it all began. Kind of like a museum okay. to the origin of their torment. So I've installed these boxes, which I call Gwen boxes, all over the building to explain the significance of different areas. Obviously, since the Dark Lord Mishriel, the seven-tongued slayer of kings, the roaster of the innocent, the defiler of the damned has yet to rise, these Gwen boxes are kind of a work in progress. Okay, also quasi, was auch immer man hier, oder hier wird irgendwas, ich sage jetzt mal, beschworen. Ja, nennen wir uns jetzt einfach mal in ganz kurzer Form einen Dämon. Und das ist dann das Museum, wo alles begann. So, okay, gut. Ja. Hallo? Ich muss kacken. Kumpel. Hallo. Mach auf. Blöder Hund. Was ist das? Warum zum Teufel sind hier Gabeln? Na gut. Pick up. Beth, you don't have to come home. You don't have to do anything you don't want. But please, let your brother and me know that you're safe and getting our letters. Please, please, please. All is forgiven. All is forgiven. With unending love, Mom.
Gwen, please respond to this. As Beth, of course, before we get unexpected visitors. Cyrus. Ah, okay, da hat wohl jemand Briefe an Beth geschrieben. Wollten, dass die zu Beth kommen und und dieser Gwen hat aber zurückgeschrieben. Damit wir keine ungebetenen Gäste bekommen. What the fuck? Okay, haben wir hier Post oder sowas? Nö. Gut, dann gehe ich eben wieder. Was ist das? The Legend of Creamhole Cavern. Das klingt irgendwie seltsam. Eins. Okay, ich muss zu drei, glaube ich. Aber man kann ja mal gucken. Prey? Alles klar. Alles klar. Das ist... Das ist mehr wie nur verstörend, Leute. Ach ja, okay, gut. 3. 5. 5, 5, 5, 5. Und 9. Gut. 7. 8. What the f... Was ist mit der scheiß Pflanze los? Ich glaube, die juckt's ein bisschen. 9. Gut. Hä? Submit the necessary paperwork. Yes, my friend. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Ich hab keine Ahnung, was hier zum Teufel überhaupt abgeht. Und warum in jedem fucking Raum die gleichen Bilder. Sacrifice Finger? By David, page 1, paragraph 1, line 1, main character introduced. He awoke with fear and a gun in his hand on the road to... Los Hagos. okay, fuck you. Fuck you vielleicht. Hm? Gut, ich habe meinen Finger verloren. Das ist super. Das ist richtig gut. Da freut man sich, ja. Da freut man sich ja tierisch. Oh, ein Zettel. Super. The Journal of Gwen Sleeveless. 8. April 1991. We lose them. I guess that's what happens when you buy a used journal that is basically rotting. I'm poor, haha. Okay, also sein Journal bzw. sein Notizzettel oder so fällt auseinander. Das ist sehr interessant auf jeden Fall, Gwen. Sehr interessant. Ich versuche mich gut in der Übersetzung. Sollte ich natürlich irgendwas falsch übersetzen, weil ich jetzt hier nicht 18 Stunden den Zettel lese und das alles genau mache, dann sagt es mir bitte in den Kommentaren. Please return, Gwen. Okay, also wir müssen da einen fucking Löffel wohl zurückbringen, oder wie? Vor allem blingen, Detox. Bringen! Blöder Hund. What the fuck? Oh, nö, ne? Das ist hier schon wieder so eine Scheiße. Kann ich... Was passiert, wenn ich hier zurückgehe? Ah, okay. Moment, was ist das? Das sind irgendwie Bilder, die sind irgendwie extrem gestört, oder? Ich meine, hey, aber... Ja, naja. Oh, super, Gwen. Toll. Ganz, ganz toll. Haben wir hier wieder eine kleine Box, ne? Aha. Dr. Francis und Jediah Holcomb, oder was? These are the offices of the two fathers, Dr. Z.W. Francis and Jedediah Holcomb, who were the founders and leaders of our happy little... I almost said cult, but it's a religion. There okay. is a difference. The fathers believed that they were in fact one being that had been divided into two bodies for fear that if one being had so much knowledge, power, and sexual charisma, the universe would be torn into shreds. So to keep that great power separated, the fathers worked without ever meeting face to face or speaking aloud to one another. Instead, they communicated by passing letters through the mail slot between their offices. It was in this way that they laid down the laws of Mishriel, the god among gods, the gimp in the graveyard, the pus of Xanadu. Okay. By the father's decree, when this document is stamped and submitted, thus begins the final phase of Mishriel's rebirth. Jedediah Holcomb, known as the Mystic, was a hypnotist, psychologist, poet, meditation guru, and expert on world religions. His most significant work was the unification of all major religious texts to place the Dark Lord himself at the center. Yes, everyone from Jesus Christ to the Buddha were in fact pawns of Mishriel.
the breather of bile, the decapitator of slaves, the withholder of orgasms. Okay, also das ist hier quasi ein Kult oder eine Religion, ja, die alles irgendwie so ein bisschen zusammenfassend. Hier ist ein Hakenkreuz, ich weiß noch nicht, ob ich das zensieren sollte, muss oder was weiß ich. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt ja nicht gerechnet. Gucken wir mal, was hier noch ist. Hier ist ja auch irgendetwas. Irgendetwas komisches. What the pacifier, vocal muffler for surgery performed without anesthesia. Anästhesie, achso, ohne Betäubung quasi, damit er die Schnauze hält, oder wie? Was ist das? The Francis, ach Gott, Alter, ne. Komm, spiel ab. Dr. Z.W. Francis, known as the Scholar, was a mathematician, physicist, biologist, inventor, painter, and most importantly, a medical doctor specializing in the female reproductive system. He was the first physician to do a deep, deep, deep study of the female body. From a medical perspective, of course. Yeah, yeah. And had the fools in the medical establishment not misinterpreted his work and taken away his license to practice medicine, the writings and tools he developed would be the cornerstone of modern gynecology. Okay, also er hat sehr, 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 sehr tiefe Untersuchungen des weiblichen Geschlechtsorganes vorgenommen. Und jo, okay, gut. Moment, was ist das jetzt hier? Ich habe hier irgendeinen blöden Zettel eingesammelt. Was mache ich jetzt mit dem Zettel? Was ist das überhaupt da? Kann ich da irgendwas tun? Kann ich da irgendwas nehmen? Muss ich zurückgehen? Muss ich hier was machen? Hier ist nichts mehr. Ah, Return Spoon. Okay, gut. So, dann machen wir das mal. So, one of three spoons returned. Das ist nice. Das gefällt mir richtig gut. Der Löffel zurückgeben Simulator. Komm, lass mir dort, du blöder Hund. So, hat sich jetzt hier irgendwas verändert? Muss ich hier jetzt noch irgendwas tun? Hier ist doch niemand. Ach, okay, gut. Ich muss das, Juhu, wir sind ganz wichtig. Na los, komm, einmal hier rüber. Dann stempeln wir die Scheiße hier auch noch ab. Jawohl. Stempel das ab. So, und weggeschickt mit dem Mist. Tschüss. Okay, submit the necessary paperwork. We have done it. Received the proof from the two fathers. Oh. Toll. Ja, gut. Jedediah Holcomb, known as ja, ja. Oh, okay. Ich weiß nicht, was sich hier immer öffnet, aber irgendwas öffnet sich hier immer. Oh, Mann. The Journal of Gwen... Ja, ja. The fathers asked me to interior redecorate the building, but people have been complaining that they don't understand why there are so many plates, forks and spoons on the walls. Okay, er soll das Gebäude irgendwie renovieren oder sowas und die Leute verstehen nicht, warum da so viele Löffel rumhängen. About a palace in Europe and they had plates and spoons on the walls. This is surely trying to make this place more elegant and give class. Okay, er will diesen Ort ein bisschen eleganter machen und dem Ort ein bisschen mehr Klasse verleihen. What the fuck, warum liegen hier so viele Dinger rum? People also complain about having only like bla 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 bla. Okay, die Leute haben auch alle irgendwie nur drei Bilder zur Dekoration. Benny wants to copy all of the place so I have with them, that's not my problem. Okay, also es sind überall die gleichen Bilder. Und wenn wir ein Problem damit haben, dann ist es nicht sein Problem. So, ungefähr. Prey? February 18th, the fathers delivered their seed to the holy female vessel and then died of simultaneous heart attacks. Their bodies were cremated and their ashes preserved in urns while their souls were released into the building so that upon the Dark Lord's rebirth, they would be one with Mishriel. The putrid prince, the horn of Babel, the apple among the corn. Okay, also Mishriel ist wohl der, der irgendwie wiedererweckt wird. Creamhole Cavern, ja, das haben wir auch schon gesehen. Das ist ja wirklich interessant, Freunde. Das ist ja wirklich fucking interessant. Lass mich hier mal.
Waren das immer nur zu zweit hier drin, oder was? Was ist denn das bitte hier, Mann? Alter Schwede, ey. With the rebirth of the Dark Lord soon to come, the Fathers needed to be certain which of their followers were true believers. So they constructed a challenge called the Believer's Waltz. The Fathers then sat in the chairs on this stage and telepathically delivered the precise steps required to complete the waltz. Those who completed the waltz were to be blessed with the gifts of the Dark Lord, while those who could not were locked away to die. Okay, die saßen da und haben sich telepathisch... Ach, keine Ahnung, Leute, ey, das ist irgendwie hier alles... Das ist halt ziemlich krank, okay? Ich bete jetzt zu einem von diesen zwei. Ich bete zu dem da. So, der gefällt mir. Okay, return. Soll ich... Nein. Gib mir das. Ich muss die Urne nehmen. Muss ich die irgendwie vertauschen? Sind sie vielleicht nicht richtig? Oh, okay, die mögen sich wohl nicht. Okay, dann, ich glaube, wir müssen die auf den Stuhl setzen. Ich glaube, die leben immer noch, die Typen, hä? Ja, natürlich. Natürlich muss das so sein. So, Moment. Moment. Kumpel! Come on! Come to me! Kann ich auch irgendwie beten? Holy Remains of... Ja, Dr. Francis. So, und von, zu dem müssen wir von der anderen Seite hingehen, glaube ich. Gut, dann halt eben nicht. Muss ich die da reinwerfen? Okay, Moment. Vielleicht muss ich von der anderen Seite kommen, sodass er, dass ich sieht mit der Trennwand. Die zwei mögen sich nicht, oder was? Kumpel, ich will dich doch nur zu deinem besten Freund bringen. Nice. Jetzt kann ich beten. Good. Was? Good. Was? Okay. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Great. Was? Ich soll die Wahl von den zwei Vätern... Was für eine Wahrheit, Mann, ey. Was ist los? Oh, hier ist aber ein richtiger Muffe. Boah, leck mir am Arsch. Hier sterben sogar die Pflanzen. Schau mal, die boah, ey. Sind das... Oh, hey, hier haben aber die Fliegen richtig hingeschissen. Ja, hey, Kumpel. Na, alles fit? Okay, muss ich irgendwas zurückbringen? Nee, gut. Was ist das? The Charter, I'm impressed with how Cyrus has run things since the Fathers died. He used more physical violence than the Fathers. The Fathers just used their aura to get away they wanted. But the spirit of Mishra is blah 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 blah. With a mental ray is punished. Genau, that's a cool guy. Okay, also dieser Cyrus. Ja, er wundert sich, wie Cyrus die Sachen handhabt, seitdem die zwei Väter gestorben sind. Und er wendet mehr. There are plenty of spoons in the kitchen, Gwen. Wirklich? Hier sind ein Haufen, Löffel in der Küche. Warum muss man die von der Wand wegtun, so ungefähr? Ja, genau, der macht quasi mehr physisch. Das heißt, er, jetzt habe ich habe den Faden verloren, Leute. Ich stotte hier rum wie so ein Affenarsch. Ja, er fügt den Leuten halt mehr physischen Schaden zu. So, jetzt habe ich es aber kurz fix noch einmal. So sagt man das in Bayern. So, Moment. Ich muss das Ding... Was? Ich muss walzen, oder wie? Gut. Ich walze. Okay. Das ist so krank, das Spiel, echt. Ja, gut. So, Prayer hat hier noch. Ja, wir beten. Wir sind nur am Beten. Das ist nice. Das brauchen wir unbedingt. I'm sorry, my child. Though your devotion has been great, you have shown yourself to be a fake.
Deliver yourself to the cage at the far end of the room, but do not despair. Your death will be slow and painful, and your loved ones will soon forget you. Bitte? Ich habe einen Löffel, den ich gerne... Ich würde den Löffel gern zurückbringen. Was ist denn los? After a few minutes in cage, you realize, oh dang, this door never going open, and you regret taking orders from voice in the sky. You find pen and paper and write final words, which is, I am dying here, but wish I wasn't. After that, you simply stare into space and think thoughts, which is so insignificant, they're not even worth mentioning. You make no important realizations about your life and is not even savoring last moments. Ich werde hier sterben, aber ich will nicht. After several hours of staring into space, you change final words to say, actually, it okay to die, because I'm getting pretty bored. So, dann irgendwann Six schon days auf later, den you get so thirsty, you go to sleep and don't wake up, and then you is dead. Then you is dead, vor allem, was? Ending 4 auf 5. Was? So ein Scheiß! Probieren wir es nochmal. So. So ein Rotz. Ja, ich bin schon unterwegs. Okay, so, einmal hier beten. Er will, es ist okay, wenn ich sterbe, weil es mir, weil mir wird ziemlich langweilig. So eine Rotz, ey. Oh, dieses Englische. Ist das so ein Scheiß. Okay, so muss ich es nämlich machen. Ich muss genau den Scheißpfeilen folgen. Ja, gut. Alter, was ist das Spiel, das... Das Spiel, das macht einen komplett fertig. Ja, jetzt halt dein Maul. Das ist doch eine Verarsche, oder? Das ist eine richtig harte Verarsche. I'm sorry, my child. Though your devotion has been great, you have shown yourself. Halt dein Maul. Deliver yourself to the cage at the far end of the room. Nein. Okay, ich hab's geschafft. Complete the believer's walls. So und. Moment, ich brauche aber den Löffel. Deliver the general's child to the elevator. Okay, Moment, ich brauche aber den Löffel. Ich brauche den fucking Löffel. Ich brauche den Löffel! Oh Mann, warum ich... Ich habe den Löffel nicht. So ein Scheiß. Den hätte ich vorhin rausholen können. Ja, und was ist das da? Sind das alles so Todesdinger oder wie? Pray. Okay, alles klar, gut. Ich weiß ja nicht, mit den Löffeln schaltet man wahrscheinlich irgendein Secret frei. Das ist eine außerordentlich geile Dekoration. Wirklich, es ist super. Garbage. The Journal of Gwen's Leaves. Haha, my journal is terrible. A serious like none of my pages are staying inside. Haha. Okay, also sein Notizbuch ist scheiße, weil alle Seiten rausfallen. Und das hier kennen wir von The Static Speaks My Name, dieses Bild. So excited because today I finally get to the Believer's Vault. Cyrus warned me against doing it because it wasn't at the ceremony, but I'm not worried because I know that I'm a true born believer and I will may the rest in peace be so proud. Okay, also der macht auch den Waltz. The Journal of Gwen is leafless. Today the... from 500 years ago was a blah blah blah. Burned life for this practice. Okay, gut, alles klar. I wasn't sure if I'd do this, but I thought visitors might want to know more about me, their humble guide, Gwen Sleeveless. So let's see. My parents died when I was 2. I was sexually abused by the man who ran my orphanage, and I used to burn my face with cigarettes to get attention. Pretty standard stuff. I was 14 when I ran away, and 18 when the fathers took me in and gave me this bed, which they graciously placed under a leaky pipe to strengthen my mental strength, which they said I had none of. When I'm not cleaning toilets, I write songs about the fathers, I draw pictures of the fathers, and I pray to the fathers. As you can tell, I'm a pretty lucky guy.
Ja, du siehst auf jeden Fall sehr glücklich aus. Okay, also die haben ihm dieses Bett gegeben, um seine mentale Stärke zu verbessern, weil er keine hatte. Toll. Und ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Na gut. Na gut, alles klar. Das ist schön. Das ist alles schön. Hier haben wir wieder ein Buch. Das gleiche Buch wie überall. Den gleichen blöden Rotz wie immer. Please return. Na toll. What the f... Bucket Detective by David... David's Page... Seite 63, Paragraph 3, Zeile 2. Eine romantische Szene. Kiss me, babe, and never forget your hurt is like a bucket. A bucket, a place to put someone you love, made of muscle and filled with blood, on the front of most Valentine's Day cards. Nice! Gut. Sterben wir jetzt? Nö, wir sterben nicht. Juckt uns nicht. Na, juckt uns kein bisschen. Beth seems super nice, but when I brought her food today, he started crying and told me she was being held against her will, that the father has drugged her and raped her and had ordered service to steal her child after birth. Okay, gut. Also, die haben hier eine festgehalten und sie vergewaltigt und alles. Shrine to Mishriel. Oh Gott, wenn Mishriel so aussieht, dann viel Glück auch. Meine Fresse. And the fathers gave their seed to the woman with a pure heart. And 7 months later the genderless child was born. And on that das day, geschlechtsfreie Kind? The child to Mishriel, the father of the motherless, the leper among the clean, the jester of Gallipoli, so that he, the Dark Lord, would be reborn. Okay, Geburtsraum. Remove your clothes before entering. Okay, alles klar. Remove. Hi. Ja, und jetzt? What the fuck? Nein! Ich hab das Kind fallen lassen. Meine Fresse, das ist irgendwie komisch. Soll ich... Ach, hier entlang, okay. Okay, ich muss das Kind irgendwo hinbringen. Ich bin nackt. Ich mag das nicht, das Spiel ist krank. Ziemlich krank. Ich nehme an, das ist dann wohl Mishriel, oder wie man den ausspricht. Hey, kleiner Bobby. Oh, nein! Was ist das, Alter? Das ist krank. Warum verliere ich die ganze Zeit das Kind? Ich habe gerade nichts gedrückt, ich schwör's. Alter Schwede, ey. Also, übertreiben kann man es auch ein bisschen, oder? Hallo? Hallo? Moment, muss ich zurückgehen? Ich bin am Anfang. Ich bin komplett am Anfang. Ja. Friss mich ja nicht auf. Muss ich dich hier rausbringen? Bitte was? Bucket Detective, final page, final pair, final line, track, death of the detective, Abel, with stone and sin, but I forget, a bucket, and bucket, unbucket, detective, es ist bestimmt Nummer 4, oder? Das ist so fucking krank! Oh.
Willst du mich verarschen? Willst du mich... Ihr wollt mich alle verarschen, oder? Return home. Ich soll da... Outdoor and into street and all go black. 2 days later, you awake in hospital with pain surge through body. After long recovery, you return home with wooden finger, arm, and legs. But still, you use wheelchair because it feel like racing game. When finally continue riding Bucket Detective, words flow out of you like water out of an upside down cup. Within short time, book is finished and published and on many best book lists and selling like millions. With much success, you're finally getting young girls you've been want. Some even much too young, if you catch my meaning, but morality have never been your favorite subject. Wife, she cared for you whole time of recovery, but now best kick her out to make room for new girls. Meanwhile, major cities go up in flames and dark force take over world. Many are dying, many are infected with disease and psychosis and put into slavery, but you is not so interested. All you care do is roll in chair and make penis spin with pretty girls. Life is good. Life is good. Alter, das ist fucking krank. Das ist fucking krank. Oh, shake the baby. Yeah, yeah, shake the baby, baby. Oh, shake the baby. Oh, oh, shake the baby, baby. Oh, shake the baby. Oh, shake the baby.